Ich bin Professor Andreas Cemba, ich bin Vizepräsident für Forschung und Wissenstransfer, leite das Institut Protect IT, also das ist das Institut, wo wir Cybersecurity erforschen, und bin auch verantwortlich für den Cybersecurity Masterstudiengang. Der Demonstrator ist erstmal dafür gedacht, eine Produktionsanlage zu simulieren, darzustellen. Der Demonstrator demonstriert, wie man aus zwei Würfelhälften einen Würfel zusammenbaut. Je nachdem, was man halt bestellt, im Nachfolgenden wird dann der Würfel wieder demontiert, also seine Einzelteile zerlegt, damit man wieder neue Würfel bestellen kann. In dem Sinn ist es ja praktisch das industrielle Umfeld, das dann später für die IT-Security-Lösungen sozusagen als Testfeld dienen soll. Und weil die ja vernetzt ist und eine Verbindung zum Internet hat, ist er dann natürlich auch ein potenzielles Angriffsziel für Hacker. Und die Studenten sollen eben lernen, wie man so ein System baut, damit es sicher ist. Das Demonstrator ist entstanden aus der Idee, dass wir das Cybersecurity-Thema eben anfassbar machen können, damit eben die Studenten eben nicht nur Bits und Bytes haben, was ja bei den IT-Themen immer so ein Problem ist, sondern das, was da ist, was man sieht, was man anfassen kann. In den Vorlesungen hat man halt viel Theorie, und gerade, dass man dann die Möglichkeit hat, dieses Wissen, das man da kriegt, halt praktisch anzuwenden, hat mir jetzt persönlich sehr viel gebracht. Die klassische IT-Sicherheit, wenn die einen Fehler oder einen Hackerangriff erkennt, schaltet das System ab. Ein autonomes Auto kann ich nicht einfach abschalten, wenn ich einen Angriff erkenne. Oder ein Flugzeug kann ich rechts ranfahren und parken, sondern ich muss sicherstellen, dass das System trotz Hackerangriffe weiter sicher funktioniert. Und das sind die Themen, die uns umtreiben. Weil wir leben in einer vernetzten Welt, von Smartwatch über das Mobilephone bis hin eben zu hochkomplexen Industrieanlagen, ist alles miteinander vernetzt, mit dem Internet verbunden. Und wir haben eben dieses Phänomen, dass immer mehr Hacker da auch unterwegs sind. Ja, dieser neue Studiengang Cybersecurity ist natürlich genau drauf ausgerichtet auf das Thema Sicherheit in Industrieanlagen und im Automotive-Bereich. Und man braucht schon diese spezialisierten Studiengänge, weil die Themen immer komplexer werden. Also wenn man da die Chance sieht oder irgendwie da näher einsteigen will, einfach nachfragen, da findet sie immer was.